Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, ihr seht schon, wir sind bei unserem kleinen Satelliten. Unser Rover ist jetzt auch unterwegs und ist gut auf dem Flugweg. Muss noch ein bisschen was anpassen, er fliegt jetzt gut. Und wir sind aber bei unserem kleinen Eve-Satelliten hier. Klein ist jetzt auch gut gesagt, er ist wahrscheinlich schon Ewigkeiten lang und alles. Aber wir sind ganz kurz vor Eve. Deswegen würde ich sagen, wir spulen mal hier vor. Fünf Stunden sind es nur noch. Also echt knapp, ihr seht schon, hier oben 5 Stunden, 2 Minuten. Dann würde ich informiert werden für den letzten großen Schub und uns in den Orbit zu bringen. Und das machen wir heute. Und morgen, ihr seht schon, 30 Tage entfernt sind unsere Satelliten. Bedeutet, allein in der nächsten Folge werden wir schon unsere Satelliten in den Orbit schießen können. Was macht denn der? Das spiele ich halt so ein bisschen vor, ist mir auch wurscht. Wenn man die richtigen Knöpfe drückt, ne? Und da ist der Orbit. Eigentlich muss man sich das jetzt gönnen, indem man in M geht. Irgendwo den Planeten findet. Wo ist der denn? Wo ist Eve? Da ist nicht Eve. Eigentlich müsste es oben sein, oder? Ja, wir müssen jetzt eh noch hin cruisen, oder? Eigentlich müsste das hier unten irgendwo. Wir cruisen hier irgendwo auf Eve zu. Ich find's bloß Eve, nicht Eve. Bin ich jetzt blöd? Wo ist denn Eve? Warte mal, verspulen nochmal. Wir spulen mal ein bisschen weiter vor, schauen wir mal. Jetzt wird die Geschwindigkeit reduziert. Eve? Oh, da! Ich sehe ihn! Seht ihr Duna auch? Oh, ja. Ja, guten Tag. So, in einer Minute ist Schub... Also, eine Minute Schubzeit, 9 Minuten haben wir Zeit. Wir sind relativ weit drüber. Aber wir schießen auch mit einer Wucht hier hin. Ah ne, warte mal, das ist gar nicht der Bremspunkt. Das ist der Bremspunkt. Auch interessanter Bremspunkt, lustigerweise. Weil er wird sich jetzt wahrscheinlich noch komplett anpassen, wenn wir drauf zuballern. Weil wir kommen jetzt von unten volle Wäsche daher und bremsen da oben erst. Ich kann schon wieder nichts anwählen. Ah, ist das kacke. Wir sind endlich da. Oh no, oh no, 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 bitte nicht. Das wäre der ungünstigste Zeitpunkt, um Verbindung zu verlieren. Die Frage ist, haben wir jetzt dann hier schon... Okay, wir haben eine Notverbindung aufgebaut. Huh. Das ist eh relativ klar, was zu tun ist, aber... Wir haben eine Sondensteuerung über Duna, glaube ich. Kann das sein? Ja, wir haben eine Sondensteuerung über Duna. Über den Duna LRS-Lieferer. Haben wir eine Verbindung aufgebaut. YOLO! Alter, das hat uns gerade den Arsch gerettet. Das hat uns gerade echt den Arsch gerettet, dass da der Duna LRS-Lieferer läuft. Holla die Waldfee, das war jetzt nicht angenehm. Aber unser Ziel ist da, schaut. Es ist so wunderschön. Und jetzt wird geburnt und dann kriegen wir unsere schnöken Daten hier.
Ah, ich freue mich echt schon. Die ersten Daten seit langem wieder für uns. Von einem Satelliten. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Oder das können wir killen. Hallo Eve, wie geht es dir? Lange nicht gesehen, mein Freund. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, rolling, rolling. Hey! So. Suchen wir mal so gut wie möglich auszutarieren. Zack. Und eine fast perfekte Umlaufbahn. Schick. Das würde mich interessieren, wenn ich jetzt den Booster auf die Bodenfläche schmeißen lassen würde wollen. Muss auf einen 90.000, das wären 70.000 Kilometer, würden 100 MS kosten. Weil ich würde halt gerne doch schauen, dass wir den Booster irgendwie wegkriegen. Bloß ich will halt auch nicht unbedingt meinen Satelliten dann vernichten damit. Das würde uns ca. 100 MS kosten. Machen wir. Wir müssen auf 70 runter oder so. Zack. Wie hoch war nochmal von Eve die Atmosphäre? Ich glaube irgendwas mit 90.000. 90.000 Meter. Also 90 Kilometer. Perfekt. Oder wir müssen nur auf 90 wieder hoch. Und die Kappeln. Das wird jetzt eher die Herausforderung, den in Ruhe zu drehen. Keep rolling, rolling, rolling. Versuchen wir so ein bisschen über die 90 zu gehen. Oder machen wir 100.000, das ist auch gut. Dü, 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 dü. 21 Wissenschaft. Oh mein Gott. Oh, leckere Wissenschaftspunkte. Scanset beginnen. Satellit wird umgedreht. Keep roll. Stopp! Andere Richtung! Geht auf Höhen von 50 bis 500.000 Kilometer. 100.000 ist ideal. Da ist 70.000 ideal. Aber 70.000 können wir nicht gehen, weil da sind wir ja in der Atmosphäre. Mich würde interessieren, wenn ich alles starte. Aber wir sind auf keiner Daylight-Seite. Aber wir geben mal ein bisschen Gas. 21 Credits schon erhalten. Nice. Stopp, 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 stopp. Wir verlieren auf jeden Fall sehr, sehr schnell sehr viel Strom. Scan stoppen. Hä? Also kann ich das rein theoretisch starten? Kann ich das auch starten? Telemetriedaten. Jetzt sind wir auf der Sonnenseite. Bedeutet, wir sollten die ersten Bilder von Eve erhalten. Schauen wir mal. Die ersten Bilder von Eve sollten online sein. Himmelskörper Eve.
Kartentyp Visual. Wir sind natürlich noch nicht im perfekten Orbit, aber das können wir alles noch anpassen. Wenn wir erstmal die Mitte ausloten, dann drehen wir ein bisschen und dann... Obwohl, drehen wir ihn direkt. Das hätte sonst eh keinen Sinn. Wo ist denn der beste Punkt, um den Dreh... Add Manöver. Und dann drehen wir das Ganze nochmal. Zack. Oh, das kostet aber viel. Ja, dann werden wir einfach so viel geben, wie wir können. Dann geben wir einfach so viel, wie geht und fertig aus. Eigentlich wäre das nicht das Ziel gewesen. Ich hätte. Okay, ich muss mindestens schauen, dass ich ein bisschen was übrig lasse. So viel kann ich Max machen, würde ich sagen. So viel geht Max. Wisst ihr warum? Weil in dem Fall ist es mir wichtig, dass ich den wieder deorbiten kann, falls was ist. Und genau deswegen will ich 200 MS drin haben, dass wenn er kaputt geht, wir ihn deorbiten können. Weil andocken ist jetzt nicht unbedingt das Leichteste. Aber er scannt, da sehen wir schon den Scan-Bereich. Hier vorspulen. Er scannt schön durch. Man kann bloß natürlich bei dem Orbit wieder nichts lesen. Aber wir haben aktuell eine dauerhafte Sondensteuerung, was natürlich mega genial ist. Ist noch vorgespult? Nee, ist nicht mehr, ne? Einmal Vollburn und jetzt versuchen wir ihn ganz langsam zu drehen. Okay, jetzt sind wir bei 80.000 hier. Da müssen wir aufpassen, damit wir nicht zu tief kommen. Jetzt steigt er wieder, perfekt. Schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Ja, so wollen wir das. Ja, perfekt. Schaut euch das an, wie schön das wird. Grandiose Leistung wieder hier. Hätte ich natürlich mit dem Booster machen können, den wir extra mit hatten für solche Aktionen. Aber ja, egal. Wo wäre denn da die Challenge gewesen? Zack. Fertig, die Umlaufbahn müsste um einiges sich verbessert haben. Ja, jetzt seht ihr, wie schön hoch wir kommen. Könnt ihr mir mal bitte das Stück zeigen, was wir hier gefotografiert haben schon? Das sind die ersten Oberflächenbilder. Wie weit kann ich da reinzoomen? Ah, es ist nicht scharf. Aber wir haben offiziell die ersten Bilder von Eve. Wir fliegen schön drüber und unser Satellit, Alter, das ist wieder ein schönes Bild, schaut euch dieses Bild an, einfach wunderschön. Das ist perfekt, einmal Screenshot, muss sein einfach in dem Fall, aber jetzt gehen wir erstmal zurück zum Weltraumzentrum, denn wir machen erst in der nächsten Folge, unsere Satelliten auf Duna, die sind auch noch 25, Alter, das geht so schnell. Und dann sind es nur noch 150 Tage, bis der Rover ankommt. Und der Rover muss großteils nicht mal was machen. Das ist ja das Geniale noch dazu, ne? Der Rover ist großteils selbstständig unterwegs. Was es noch viel spannender macht. Okay, wie viel? 283. Oh, gibt es unendlich Techniken, die wir brauchen? Warte, irgendwas wollte ich eigentlich freischalten. 300 da? Da können wir dann natürlich Nuklearantriebe.
Nee, wartet mal. Wir wollten die Teile für die Station, ne? Da ist das. Oh, abgestimmter Klimatron. Wo war denn das zur Hölle? Bin ich jetzt blöd? War das hier? Das sind große Flugzeuge und so Zeugs. Da gibt es dann auch hier nochmal. Was ist das? Ein Entkoppler, einen größeren Service Tank. Heavy Drill ist das. Aerodynamik. Das sind halt ganz neue Bauteile dann. Aber mir geht es um ein bestimmtes Bauteil. Wo war denn das? Oder war das noch eine Aktion tiefer und ich hab's. Bin ich jetzt doof? Wir hatten hier ein Bauteil, auf das ich die ganze Zeit gehasselt habe. Jetzt bin ich zu blöd, es zu finden. Da ist es! Der Korridor. Mit diesem vierendigen Korridor kann man fast alles bauen. Habe ich gerade Luftschleuse und mit Fassung für Landebeine. Oh, so schön. Korridor Ende. Wir können unsere Space Station endlich dezidierte Teile bauen. Und wir haben hier noch die ganzen Robo-Tubes, wo wir rumbauen können und. Das wird das Ganze gleich noch um einiges interessanter jetzt machen. Und dafür brauchen wir 300. Okay, also hat die Forschung noch nicht wirklich gereicht. Wir können natürlich hier neue RCS-Teile erforschen, neue Landungsbeine und. Aber ich glaube, das ist alles nicht so wichtig wie das, was ich jetzt vorhab. Oh, hier hätten wir natürlich Aerobrakes und wieder ganz viel Flugzeugsachen. Flugzeuge haben wir auch noch nie, aber wir sind hier noch nie beschäftigt. Eigentlich voll dumm. Hier sind die Winches, die sind vielleicht in der Zukunft auch mal gar nicht uninteressant für Rover, für Landungssysteme. Hier sind Tanks, hier sind, was ist das? Ah, wieder Kondensatoren. Weitere Satellitenteile, die wir brauchen können. Und hier sind natürlich noch die weiteren Sachen für Bodenstationen. Aber wie gesagt, wo sind eigentlich die normalen Bohrer? Das ist jetzt immer eine ganz freche Frage. Suche Bohrer. Da gibt es einen Bohrer. Genau, hier gibt es Inline. Hier sind die ganzen Bergbohrvorrichtungen. Kostet 550. Ab diesem Zeitpunkt, wo wir diese Bohrer haben, sind wir auf einem komplett anderen Level. Wir haben Abbau dann. Wir können auf verschiedenen Planeten arbeiten. Und wie gesagt, wir könnten zu einer multiplanetaren Körperspezies werden. So wie es Elon Musk mit der Menschheit vorhat. Also Leute, schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir auf Duna wieder unsere nächsten Projekte landen lassen. Und ich hoffe, euch geht's gut in diesen noch nicht so schönen Zeiten. Wir haben jetzt wieder einen harten Lockdown in Bayern. Wir haben bei uns immer noch so eine Art Soft-Lockdown. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.